Das Problem ist, dass Ihre Partei oder der Partei, für die Sie gerade kandidieren, ja, sehr, sehr viele Missinformationen verbreitet. Beispiel? Überbevölkerung? Findestadt? Doch, Findestadt. Nein, davon rede ich nicht. Nee, aber ein Beispiel. Zum Beispiel die Hetze, der Rassismus und der Sexismus, der teilweise... Okay, Beispiel, Sexismus ist eine tolle Geschichte. Also da vorne steht jemand mit Che Guevara-Hemd. Das ist der Ober-Homophobe gewesen. Es geht nicht um den. Okay, aber Beispiel für Sexismus. Sie stehen. Es geht darum, wofür Sie aber was ist denn Sexismus? Ihre Partei verurteilt Leute für ihre Herkunft, für ihr Aussehen. Nein, wir verurteilen das nicht. Absolut, es passiert in Chemnitz. Machen Sie mal ein Beispiel für Sexismus. Ich muss Ihnen kein Beispiel nennen. Gut, aber dann ist es ein schwieriger Diskurs. Wenn Sie nicht konkret werden wollen, dann... Ja, aber Sie streiten ja die Sachen ab. Nein, ich kann doch nichts abstreiten. Wenn ich geben werde, werden Sie die Sachen abstreiten. Machen Sie es doch nicht. Versuchen Sie es. Geben Sie mir die Chance. Versuchen Sie es. Entlarven Sie mich. Entlarven Sie mich. Das funktioniert nicht. Er muss ja eigentlich diese Unverhältnismäßigkeit sehen, die AfD so zu betiteln, wenn Che Guevara ein Homophober gewesen ist. Er hat das Thema sofort davon weggelenkt. Das heißt aber, es macht deutlich, er hat das schon gewusst. Es ist kein Zufall, dass er sofort vom Thema weggelenkt hat. Weil wenn er das nicht gewusst hätte, dann hätte er gesagt, oh, das ist ja interessant, oder man hätte irgendein Erstaunen in seinem Gesicht gesehen. Es war aber deutlich, er will das nicht wissen. Und das heißt nicht, dass er es nicht schon weiß, sondern er möchte das Thema davon weglenken. Das heißt, dieser junge Mann betreibt eine gezielte Themenlenkung. Was heißt das aber? Mir war es schon deutlich genug, aber anscheinend habe ich das nicht deutlich genug betont. Dieser Auftritt, das war kein alleiniger Grund zum Jubeln, sondern dieser junge Mann hat einen wichtigen Teilerfolg erreicht. Er konnte seine Hetze platzieren, ohne dafür angegriffen zu werden. Jetzt werden viele Leute einwenden und sagen, das stimmt doch gar nicht. Roger Beckamp hat ihn doch vollkommen entblößt, hat ihn doch argumentativ in Grund und Boden gerammt. Das mag schon sein, aber darauf kommt es nicht an. Eine Entblößung, eine echte Entblößung wäre gewesen, zu sagen, du hetzt, du bist ein Aggressor. Ich habe dich überführt, dass du hier nur hetzen willst. Das hätte dem Zuschauer klar sein müssen. Denn das war es, worum es diesem Typen ging. Ihm ging es nur darum, irgendwie sagen zu können, die AfD, ihr hetzt, ihr seid das Allerletzte. Sie aggressiv angehen zu können, ohne dafür selbst aggressiv angegangen zu werden. Und das ist ihm gelungen. Viele Leute denken automatisch, wenn jemand was sagt, dann denkt er das tatsächlich auch. Man schließt von sich selbst auf andere. Das mag ja für diese Leute sprechen, dass wenn sie mit anderen reden, sie selbst denken, was sie sagen. Das gilt aber für diese Linken genau nicht. Sie täuschen und sie täuschen mit jedem Wort, das sie mit einem wechseln. Dieser Mann glaubt nicht, was er sagt. Er glaubt selbst die Hetze nicht, er weiß, dass das falsch ist. Und er tut aber so, als würde er daran glauben. Und wenn man ihm das abkauft, dann hat man schon verloren. Das heißt, alle, die diesem jungen Typen abgekauft haben, er glaubt an diesen Müll, den er erzählt, er wäre so dumm, dann hat man verloren. Dann haben die Linken ihr Ziel erreicht. Und wenn man diesen Leuten das Gefühl gibt, man hält sie für dumm, dann bestärkt man sie in Wahrheit nur. Dann wissen sie, okay, ich habe gewonnen, ich kann machen, was ich will, der merkt es nicht. Die lachen einen aus dann dafür. Das Problem ist, es tut dem eigenen Ego gut, wenn man selbst der Schlaue ist, der Bessere und der andere der Dumme. Das ist verführend. Und genau das wissen die Linken auch. Und sie spielen damit. Sie wollen dieses Gefühl provozieren, dass man denkt, ah, ich bin so überlegen, der ist so dumm. Das ist brandgefährlich, dem zu erliegen, weil jeder möchte das. Jeder möchte sich gut fühlen. Und sie probieren das genau zu provozieren. Und jeder, der dem auf den Leim geht, der kann sich denken, der kann sich gleich bewusst sein, der dem vielleicht auch bewusst auf den Leim geht, das auch so ein bisschen ausblenden will, die Linken gerne für doof hält, der spielt bei ihrem Spiel mit, der hilft ihnen. Weil das greift sie überhaupt nicht an, da lachen die drüber, wenn sie das hören, weil sie wissen dann, es ist für sie, alle verstehen das auch, das verstehen auch die meisten Zuschauer, die meisten dummen Mitläufer spielen dieses Spiel mit, verstehen dieses Spiel. Sie verstehen, dass die Rechten nicht verstehen, dass gegen sie gehetzt wird und denken deswegen, ja, die Rechten, die sind dumm, sie sind schwach, weil sie sind intellektuell unterlegen, weil sie dieses Spiel nicht durchschauen. Die scheinbar dummen Mitläufer, die zwischen den Zeilen lesen,
die nehmen das ganz genau wahr. Die nehmen diese psychologischen, diese Vorgänge, die nehmen die ganz genau wahr. Die nehmen die viel genauer wahr als wir. Weil die meisten Leute so denken. Sie orientieren sich am Sozialen. Und sie interessieren die Sachargumente nicht, weil sie sich an diesen sozialen Vorgängen orientieren. Und diese Leute spüren intuitiv, was hier vorgeht. Und es ist eben auch ein intuitives Spiel dieser Leute, zu täuschen, wenn sie schon reden. Dass sie nicht glauben, dass sie nicht an das glauben, was sie sagen. Das erleben wir in den Altmedien andauernd, überall. Die allerwenigsten Leute von denen glauben, was sie sagen. Warum soll dieser junge Mann, denkt mal logisch drüber nach, warum soll dieser junge Mann daran glauben, was er sagt? Man darf da nicht von ausgehen, nur weil man es selber tut. Man muss das im Blick halten. Es sind eben Dinge, Strategien, die diese Leute anwenden, da kommen wir intuitiv nicht drauf. Man kann es aber logisch überblicken. Ich habe, es erscheint vielleicht so, dass dieses letzte Video, dass ich das sozusagen eine alte Kamelle hochgehalten habe, hochgeholt habe, um das zu bejubeln, um ein paar Klicks zu bekommen. Aber dieses Video ist mir ganz schön schwer gefallen. Ich habe mich ganz schön darauf vorbereitet, um diesen jungen Typen greifen zu können. Weil ich habe dieses falsche Spiel gespürt, aber es war gar nicht so einfach, das an den Stellen zu greifen. Denkt selber darüber nach, auch gerade nochmal mit dieser Che Guevara-Stelle. Wie er das Thema lenkt. Wie bewusst, wie es vollkommen klar ist, dass er hier nicht überrascht ist und dass er hier eine bewusste Themenlenkung betreibt, sodass vollkommen klar ist, er weiß die Unverhältnismäßigkeit, die AfD so zu betiteln. Dass es eben mit den anderen Strömungen, mit den linken Strömungen, dass das alles nicht zusammenpasst. Es ist genau sein Ziel, das unterzubringen. Und es reicht eben nicht aus, diesen Erfolg zu spüren, man denkt, man hat ihn jetzt sachlich widerlegt. Das wissen die Linken auch ganz genau. Das reicht nur bedingt. Er hat immer noch, dieser Typ hat immer noch den Teilerfolg davon getragen, dass Roger Beckamp ihn weggeschickt hat, ohne dass er für seine Hetze zur Rechenschaft gezogen wurde. Und es wurde auch schon gefragt, wie hätte man ihn dafür zur Rechenschaft ziehen können. Indem Roger Beckamp einfach dieses falsche Spiel, das dieser Typ betreibt, offenlegt und ihn mit seinem eigenen Verhalten festnagelt und ihn überführt der Hetze. Und das hat Roger Beckamp nicht getan. Er hat ihn nur der falschen Argumentation überführt, dass es Fehlargumente waren. Aber er hat ihn nicht überführt, dass er gehetzt hat. Darauf hat er verzichtet. Das heißt, dieser Typ kam davon. Ja, es sah halt ein bisschen doof aus für die Unwissenden, für die Nicht-Linken, die das Spiel nicht verstehen. Aber die Linken, die verstehen dieses Spiel ganz genau. Die wissen ganz genau, vor den Linken ist dieser Typ nicht blamiert. Weil die wissen alle ganz genau, dass er nur Quatsch erzählt hat. Er weiß selber, dass er Quatsch erzählt hat. Die anderen wissen auch, dass er Quatsch erzählt hat. Deswegen kann er gar nicht blamiert sein. Und sie halten Roger Beckham immer noch für doof, weil er nicht gemerkt hat, dass er ihm hier nur Quatsch serviert hat. Und dass er selbst gar nicht daran glaubt und mit ihm ernsthaft auf dieser Quatschebene diskutiert hat, während Roger Beckham ernst diskutiert, er nur Quatsch erzählt. Er eigentlich nur rumtrollt. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt und was ich vergessen habe. Und was euch sonst so einfällt. Macht's gut.